So, hallo. Ja, ich möchte heute mal über das Thema Gitarrensolo und in dem Fall so episches Gitarrensolo sprechen. Und ja, ich rede davon so, ja, so Sachen wie Stairway to Heaven oder Hotel California sind für mich so Gitarrensoli. Ey, die haben irgendwie so einen ganz besonderen Beigeschmack. Und ich möchte heute mal ein bisschen darauf eingehen, woran das liegt, was das für Zusammenhänge hat. Das hat einerseits was mit den Akkorden zu tun, aber natürlich auch, wie man dann diese Akkorde nutzt, um sein Solo zu gestalten. Ja, und ich habe dazu ein bisschen diese Akkorde vom James Bond Theme benutzt. Und zwar sind das A-Moll, F und D, die drei. Und ja, nach diesen Akkorden habe ich so ein bisschen mein Solo ausgerichtet. Vielleicht hat man das so ein bisschen gemerkt. Und zwar Tonart ist natürlich A-Moll. Ganz normal, hier kennen wir alle A-Moll-Pentatonik. Und dann habe ich geschaut, welche Töne sind in diesen Akkorden, also im A-Moll, die sind alle in der A-Moll-Pentatonik, aber welche sind im F und welche sind im D, die nicht in der A-Moll-Pentatonik sind. Und das schauen wir uns jetzt mal zusammen an. Und da fangen wir mal der Reihenfolge nach an mit dem F. Und zwar, das F habe ich einmal hier, das kennen wahrscheinlich alle. Und dann habe ich nochmal dieselben Töne hier. Das ist das F im C-Shape. Ja? Ne, wenn ich dann die Leerseiten quasi mitnehme, also meinen Finger als Capodaster sozusagen nutze, dann habe ich hier wieder ein F. Und dann stelle ich fest, das ist dieser und dieser Ton. Es ist nämlich auch jeweils der Ton F, der nicht in der Pentatonik ist. Wenn man das von A-Moll aus analysiert, ist das die kleine Sechste. Ne? Das heißt, ich habe diesen Ton nicht ständig, aber direkt am Anfang auch über den F-Akkord eingebaut. Ja? Dann hat man diesen Sound. Ja, hat diesen besonderen Sound über den F, der nicht in der A-Moll-Pentatonik ist, in der Tonleiter hingegen schon. Ne? Und dann habe ich als nächstes über den D-Akkord das analysiert und habe gesehen, ach ja, der D, den kann ich hier spielen. Nur als A-Shape, kennt man noch so. Und dann habe ich gesehen, ach, da ist der Fis drin. Ne? Und das ist jetzt ein bisschen seltsam, dass einmal ein F und ein Fis drin ist, gibt es jetzt so direkt keine Tonleiter, keine gängige zumindest, wo diese beiden Töne so im Kontext A-Moll zusammen drin sind. Und dann stellt man fest, okay, über ein D spiele ich dann den Ton Fis. Das habe ich auch direkt im Intro gemacht. Das heißt, ich habe über A-Moll das E hier gespielt, die Quinte, über F das F und über D das Fis, ja? Das heißt, ich habe hier so eine Dreierreihe drin, ja? Und das ist eigentlich das, was diesen, ja, ich sag mal, diesen epischen Gitarrensound ausmacht, ne? Sowohl bei den Akkorden als auch dann auch beim Gitarrensolo. Das kann man noch höher spielen, zum Beispiel hier. Ne? Und kann dann da irgendwas drumherum basteln, ne? Das heißt, also um es kurz zu fassen, du passt die Töne an die Akkorde an und dann kriegst du so ein bisschen diesen Sound, dass das so ganz besonders klingt. Ich sag mal, so episch nutze ich jetzt mal so als Überbegriff. Und ja, F und D zusammen passt harmonisch nicht direkt. Und wenn ich dann daran noch die Töne anpasse, ne, hat ja so ein bisschen diesen James Bond-Charakter, dann bekomme ich diesen ganz besonderen Klang. Ne? So, jetzt habe ich ganz am Ende auch noch ein kleines Gimmick eingebaut. Und zwar habe ich am Ende statt der Akkorde A-Moll, F und D, C. Und E-Dur eingebaut, ja. Und im E-Dur ist auch ein Ton drin, der nicht in der Pentatonik ist. Und zwar, da nutzen wir wieder dieses C-Shape. Das ist dann ein Halbton tiefer als beim F. Und dann habe ich hier, da wo der Ringfinger liegt, das Gis, ja, das ist von A aus gesehen die große Septime. Den habe ich da auch noch eingebaut. Habe ich aber hier ganz oben gemacht. Na, hier das Gis habe ich so drauf gebändet. Und bin dann hier am Ende zum Grundton gegangen, auch über das Bending. Ne? Das heißt, das Gis kann ich dann natürlich an verschiedenen Stellen spielen. Ne? Ja, das heißt, Töne anpassen ist hier so ein bisschen das Thema. Ne? Ich habe jetzt mal einen ganz schnellen Zusammenschnitt gemacht. Ich habe da auch schon mal ein, zwei Videos in der Vergangenheit drüber gemacht. Falls das jetzt viel zu schnell ging und dich das genauer interessieren würde, dann würde es mich sehr freuen, wenn du mir ein kleines Feedback gibst und einen Kommentar schreibst. Vielleicht kanntest du das ja auch schon irgendwie, ne? Also wirklich so die ganzen Hits, Gitarrensoli, die bis heute bekannt sind über die letzten Jahrzehnte, die sind nach diesem Muster komponiert worden, ne? Ob jetzt bewusst oder unbewusst, es ist auf jeden Fall so, ne? Also check das unbedingt mal aus, schreib mir gerne einen Kommentar und dann freue ich mich auch, wenn du den Kanal abonnierst, mir ein Like da lässt und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal.